Guten Tag, mein Name ist Anuf Koch. Ich weiß, es gab schon länger kein Video mehr. Heute mal werde ich die Neuerungen in Portfolio Performance vorstellen in der Version 064.4 vom Juli 2023. Und ich verspreche, in den nächsten Tagen wird es dann auch mal wieder ein Depot-Update geben, wo ich dann mal das Depot inhaltlich beleuchte. Heute die neuen Funktionen von Portfolio Performance. In jeder Version kommen ein paar Sachen raus und das sind schon ein paar richtig tolle Sachen. Eine Geschichte ist, ich kann jetzt in Diagrammen messen. Sonst mal auf die linke Seite. Wenn ich jetzt irgendwo ein Wertpapier ausgewählt habe, kann ich rechte Maustaste im Diagramm, das erste, okay, ist ein bisschen klein, ich hoffe, man kann es im Video erkennen, Abstand messen und ich kann mir irgendwie einen Punkt hier hernehmen und zum Beispiel sagen, wie ging es hier runter und sehe dann das erste sind die Tage, 153 Tage ist jetzt dieser Ausschnitt, dann absolut minus 14,7 Euro und relativ minus 28% und seitdem kann man wieder klicken und zum Beispiel zu jetzt ging es in 69 Tagen um 11 Euro oder plus 31% hoch. Also das ist sehr praktisch, wenn ich auch einfach den Chart wechsle, dann kann ich jetzt hier nehmen wir jetzt mal ein Jahr, was da drin ist, einfach reinklicken. Ich muss also das nicht erneut aktivieren und habe dann zum Beispiel 191 Tage, wo ich nachgekauft habe, sind 3 Euro oder 46% hochgegangen. Also das sind einfach da die Charts. Ich kann es nicht verschieben oder sowas, sondern mit jedem Klick fängt er einen neuen an. Nächster Klick macht es weg und fängt den nächsten an. Wenn ich es weghaben will, weil es auf einmal hier dann nervt, dann muss ich rechte Maustaste nochmal drauf gehen und wieder Abstand messen machen. Dann habe ich die alte Funktion, dass ich eben die Tooltips da drauf sehe. Also ich finde, gut gelöst ist, bin gespannt, was noch reinkommt. Wahrscheinlich kann man den Einheiten ein bisschen verbessern, weil jetzt sind hier zum Beispiel sehr, sehr viele Nachkommastellen immer bei dem Kurs und die Einheit fehlt ein bisschen, ob es Euro oder US-Dollar sind oder was er da gerade misst. Was noch nicht so gut funktioniert, ist, wenn ich einen Prozentchart habe, also wenn ich zum Beispiel hier messe, was zum Beispiel von, kann ich rechte Maustaste Abstand messen, von hier oben nach hier, dann habe ich 242 Tage und es ist um 7,92% da runtergegangen, aber das minus 62,4% stimmt natürlich im relativ zu der Bandbreite des Charts, aber nicht zu den Werten, also ist noch nicht so hilfreich. Aber die Funktion ist nagelneu und ich denke, die wird jetzt weiter optimiert. Nächste Funktion, die sehr spannend ist, ich habe jetzt unter den Filtern, wo immer ich mir eine Tabelle darstellen kann, hier oben habe ich jetzt einmal Abstand vom SMA, Simple Moving Average, also gleitender Durchschnitt, habe ich zum Beispiel 30 Tage und 200 Tage reingenommen und Abstand vom All-Time High habe ich mir zum Beispiel ein Jahr und 30 Jahre hergenommen. Und das kann man sich hier als Spalten anzeigen und danach sortieren. Machen wir es mal zum Beispiel alle Wertpapiere und schauen wir mal, was hat gerade den besten Abstand. Und dann sieht man Nvidia, klar, der KI-Hype ist gerade oben. In 30 Tagen, Ceconomy, deutsche Einzelhandels, nicht Einzelhandelskette, aber auf jeden Fall, deutsches Commerce. Oder was ist gerade ganz unten? Und gerade das ganz unten finde ich interessant, weil das kann man natürlich nutzen, um Einstiegschancen zu identifizieren. Ist jetzt zum Beispiel zum 30-Tages-Durchschnitt ist jetzt auch Radius Equity Opportunities ganz oben. Und dann kann man sowas mal nutzen, um sich dann eine Analyse davon zu machen, zu schauen, haben sich vielleicht Quartalszahlen verändert, mal in die News reinzuschauen, sieht man hier, okay, Earning per Share von 4 auf 2 steigt danach wieder, aber kann man 2 schauen zu 12er Kurs, was es da für KGVs oder ähnliches ergibt. Also das sind einfach Sachen, wo man jetzt einen hilft, schneller interessante Aktien zu identifizieren, eben wo habe ich einen Abstand weit nach unten und wo habe ich einen Abstand weit nach oben und diese Werte sich einmal anzuschauen quasi. Wenn ein Abstand weit nach unten ist, vielleicht ist es eine Kaufchance, wenn der Abstand weit nach oben ist, vielleicht mal Gewinne mitnehmen und mal so überhitzte Aktien ein bisschen rausnehmen. Also ist ein hilfreiches Werkzeug, kann ich eben sowohl auf zum Beispiel alle Wertpapiere oder dann einfach die Listen, die ich habe, was weiß ich, was ich im Scalable Depot drin habe oder sowas, also oder in der Vermögensaufstellung, wo es bei mir jetzt gegliedert ist, zum Beispiel nach deutschen Aktien oder ähnlichem und so kann ich mir das dann entsprechend anschauen, zum Beispiel TAG Immobilien gerade auch wieder sehr gut gelaufen, also da habe ich einen ganz guten Punkt erwischt zum Einstieg. Dann die Thema All-Time-High, auch das kann man nutzen, um zu schauen, welche Branchen laufen gerade gut. Das kann man zum Beispiel bei den Branchen über ETFs machen, dass ich anschaue, wo bin ich jetzt gerade hier in einem All-Time-High. Okay, die Nasdaq und Tech Europa sind gerade gut. Sektor Luxus mit minus 0,25 ist gerade quasi top.
Retail-Handel ist gerade top. Also so kriege ich ganz schnell ein Gefühl, welche Branchen gerade gut laufen oder welche Branchen gerade vielleicht unten schlecht laufen. Gut, die Short-Dinger, Green Energy ist leider mein Depot-Schwerpunkt. Deswegen ist mein Depot relativ schwer schlecht gelaufen. Und halt Green Energy irgendwie, klar, Ukraine-Krieg, da wurde Energie gebraucht, jetzt normalisiert ist. Und man erleben ja so ein bisschen gerade wie so Klassenkampf, Glaubenskampf, also jetzt tut sich sehr viel Widerstand gegen Energiewende oder sowas breit machen, auch viel Unsicherheit drin, wann man jetzt investieren soll als Privatmann oder Unternehmen und so. Und das sind einfach Sachen, die man hier jetzt einfach sehr schnell damit sieht. Das gleiche ein Jahr, 30 Jahre, auch da kann man, schauen wir uns mal alles her, gibt es da Unterschiede, zum Beispiel, wenn bei einem Jahr sehr viele gerade bei Null sind, weil jetzt einfach alles wiedergekommen ist, zum Beispiel die ganzen deutschen Aktien, auch Fresenius Medical Care, Wacker, Deutsche Bank, SAP, C-Economy und so weiter, die stehen alle auf Einjahreshohen, aber zum Beispiel C-Economy minus 85% auf 20 Jahre, Fresenius immer noch minus 50 auf 20 Jahre oder 30 Jahre des All-Time-High. Also das sind einfach interessante Sachen, oder man kann schauen, wer steht gerade wirklich absolut oben, gut, Nvidia, der Horten, Old Dominion, Freightline, LVMH, haben wir gesehen, auch der ganze Luxussektor ist gerade oben. Also das sind interessante einfach ja Auswertungen, die man da hat und die jetzt in dem Update jetzt neu reingekommen sind oder in den letzten Updates. Ich meine, da kommen ja immer sehr kleinteilig Updates, auch ein paar Fehler waren jetzt drin und dann wurden jetzt 4 Updates in dem Monat hintereinander geschoben. Aber ich bin absolut begeistert, was da reinkommt. Eine andere Funktion auch kurz erwähnenswert. Man sieht jetzt hier bei zum Beispiel Performance-Berechnung, ich meine, ich sehe sehr im Detail hier unter Berechnung, wie es sich ganz genau zusammensetzt und die Top 5 Werte davon sehe ich jetzt hier drin, indem ich einfach mit dem Maus drüber fahre und natürlich durch realisierte Kurserfolge, wer dafür verantwortlich ist und ich sehe dann Fairbio 3.500 Euro, oh, Bitcoin, das darf ich mir fast verschämen, ich halte gar nichts von Bitcoin, das ist absolute Luftnummer, aber mein zweithöchster realisierter Erfolg war mit einem Bitcoin-Zertifikat, also auch da natürlich, wenn man was Chancen sieht, kann man was mitmachen, aber ich rate jedem von ab von Bitcoin, habe im Moment auch gar nichts mehr davon im Depot, ist auch schon ein bisschen länger her, dass ich das da gemacht habe. Lang und Schwarz, auch da bin ich ganz glücklich rausgekommen, Energiekonto, Envigas, also das sind so die Sachen, die man sieht, aber auch solche schlechten Punkte oder Erträge, Algaia, Envitech und so weiter. Also das ist jetzt einfach praktisch, dass man nicht die ganze Liste reinschauen muss, sondern man kann sich immer den Zeitraum hier oben anschauen und dann sieht man eben diese Auswertung und kann mit der Maus drüber fahren, was sich, wie sich jemand zusammensetzt. Also auch das ist eigentlich ziemlich praktisch. Auch ansonsten, die habe ich noch nicht richtig eingesetzt, nur mal kurz in das Dashboard reingenommen. Ich kann mir das jetzt auch als ja, Element hier, rechte Maustaste, neues Widget, kann ich mir zum Beispiel Verhältnis hernehmen zwischen zwei Klassen. Zum Beispiel habe ich ETFs zum Gesamtportfolio, habe 23% und da kann man sich dann zum Beispiel auch was bauen, aber ich mache nur die Jahre. Zum Beispiel 2019 hatte ich 0% ETFs, 2020 hatte ich noch 0%, da war ich nur auf Einzelaktien unterwegs und da hat irgendwann die Strategie angefangen, ich möchte jetzt auch ETFs haben, dann 13%, 22%, nee, da war es noch 20% und jetzt eben auf heute, also machen wir zum Beispiel mal ein Jahr oder ähnliches und dann bin ich jetzt bei 23% und so, das könnte man sich natürlich auch mal mit den Zeiträumen, die man hier rechte Maustaste, indem ich dann zum Beispiel sage, Berichtszeitraum, eben nicht den Dashboard-Zeitraum, sondern solche Jahre nehmen, könnte man sich dann auch so Entwicklungen in seinem Depot und in der Depotverteilung damit visualisieren. Also auch das finde ich eine tolle Sache. Und auch Abstand All-Time-High habe ich jetzt auch als Control drin, was man jetzt hier auch über Performance, nee, das ist nicht hier allgemein Wertpapierabstand vom All-Time-High, geht im Moment leider nicht für ganze Gruppierungen, das ist dann auch nochmal interessant, aber man sieht ja, es tut sich ständig was und auch dieser Abstand zu den ganzen Online-Diensten, wie zum Beispiel Parkett oder was es da nicht alles an Diensten gibt, mit dem man sein Depot tracken kann, also Portfolio-Performance ist und bleibt so innovativ und ja, setzt eigentlich die Standards, wie man sowas macht und eben man beobachtet es ja mit jedem Update, wenn die Funktion besser, also ich bin absolut begeistert nach wie vor von der Software und kann euch nur empfehlen, probiert einfach mal die Sachen aus, eben baut euch dann einfach weitere
ja, Dashboards vielleicht, mit denen man das ausprobieren kann. Kann man ja beliebig viele machen oder zieht einfach mal ein Dashboard irgendwo rein. Aufpassen, je mehr ich natürlich reinziehe, umso langsamer wird das Dashboard. Aber wenn der Rechner schnell ist oder so, kann man es machen und sich dann so, wie man es einfach für sich benutzt, dann immer weiter optimieren, dass man alle Informationen auf einen Blick hat. Ja, das war das Übersichtsvideo jetzt einfach mal über die neuen Funktionen von Portfolio Performance. Ich selbst werde jetzt mich mal wieder dran setzen und ein paar mehr Videos für den Kanal machen. Das nächste geplante Video ist das Depot-Update, weil da hat sich doch einiges getan, um das mal ein bisschen drauf einzugehen. Was habe ich gekauft, wo habe ich jetzt, sage ich mal, Geld reingesteckt und so weiter. Ich hoffe, ich kann es in den nächsten Tagen aufnehmen. Und hier aber jetzt erstmal probiert die neuen Funktionen in Portfolio Performance aus. Das war's. Allen einen schönen Abend. Tschüss.